Hallo und herzlich willkommen zum DeinRobo-Tutorial Windows 7 erklärt. Ich habe mich dazu entschieden, etwas mehr Struktur in den Kanal zu bringen, sodass es unter anderem regelmäßige Releases auch von Let's Plays geben wird. Dazu mehr in den nächsten Folgen. Naja, nicht wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns heute mit Programmen beschäftigen, die nicht zu Windows gehören, sondern mit der Bedienung von Windows selber. Die folgenden Themen werde ich heute besprechen. Ihr könnt das Video so schauen oder mit dem Inhaltsverzeichnis sofort zum Thema, das euch interessiert, springen. Das Löschen von Daten, die Startleiste, Verknüpfung, Startbar 1, Shortcuts und Erklärung, Standardprogramme, Explorer und Windows-Archive, Startbar 2, diesmal die Benutzung, alle Programme, Suchfunktionen der Startbar. Wenn es euch gefällt und ihr informiert bleiben wollt, abonniert mich und zögert nicht in die Kommentare zu schreiben. Los geht es. Ja, dann fangen wir sofort am besten an mit ja, der grundlegenden Oberfläche hier. Papierkorb, das ist relativ eindeutig. Das ist dort, wo man seinen Müll, elektronischen Müll, reinpackt. Und zwar kann man, der ist gerade leer, wie man sieht, weil das noch ganz neu ist. Wenn man was hat, dann wird da, schiebt man das in den Papierkorb oder wenn man zum Beispiel hier eine Verknüpfung hat für ein Programm, nehmen wir Paint. Ich erkläre gleich noch, wie ich das hier mache. Nehmen wir an, ich habe hier eine Verknüpfung. Das heißt, auf dem Desktop sind praktisch die archivierten Sachen aus der Festplatte so dargestellt oder nur die dargestellt, die man da haben will, um eine möglichst übersichtliche und einfache Bedienung zu ermöglichen. Das heißt, dass man auf dem Desktop nur die Sachen sehen will, die man wirklich braucht. So, zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Paint-Verknüpfung. Die wollen wir hier mal nicht. Dann entweder schieben wir sie, indem wir links auf Paint mit der linken Maustaste einfach nur gedrückt halten. Es geht auch mit der rechten. Oder einfach nur auf Paint, auf der Paint-Verknüpfung einen Rechtsklick machen. Und auf Löschen drücken. Auf Löschen drücken. So, dann ja, dann wird's gelöscht. Wir machen nein, ich zeige euch das lieber auf diese Art. Einfach hier über Papierkorb loslassen, die linke oder rechte Maustaste. So, dann ist es hier drin. Dann sieht man, hat sich das Symbol auch geändert. Das heißt, dass der Papierkorb was enthält. Wir sehen jetzt Paint. Das ist jetzt weniger oder kleiner als vorher, sodass das eigentlich schon ein bisschen Platz spart. Das ist praktisch schon komprimiert. Dann kann man jetzt praktisch zwei Schritte machen, wenn man hier einen Papierkorb hat. Man kann entweder den Papierkorb leeren, sodass man das praktisch für immer für den vom Computer löscht. Es gibt da auch noch Wege, das wiederherzustellen, aber dazu später, in einer späteren Folge mal was. Und was wir vielleicht nochmal machen wollen, ist hier wiederherstellen. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste, ein Doppelklick auf die Datei im Papierkorb und so leicht kann man das wiederherstellen. Man klickt auf Wiederherstellen und zack ist das wieder hier. Diesmal löschen wir das mit der rechten Maustaste und dann auf Löschen. Hier auf Ja passiert das Gleiche. Diesmal gehen wir auf Papierkorb leeren. Ja, unwiderruflich. Wie gesagt, ist es nicht unbedingt, aber ja. So, so viel zum Papierkorb. Das sollte erstmal reichen. Ja, hier unten ist die typische Startleiste von Windows. Hier werden Programme aufgezeigt, die man hier sogenannt anheften kann. Das heißt, seine nochmal meistgebrauchten Programme kann man hier auf der Startleiste am besten anheften. Ich kann euch mal zeigen, wie man das macht. Nehmen wir hier die Bildschirmlupe und Sniping Tool. Das sind beides auch sehr nützliche Sachen.
Das zeige ich euch auch gleich. Das kann man, indem man einfach, ganz leicht, auch wieder linksklick, gedrückt halten, anheften an die Taskleiste. So sieht das aus. So, das wär's. Das hier ist ein Programm, das ich, wie gesagt, aus der ersten Folge habe ich das auch schon benutzt, die Bildschirmtastatur. Das ist ein Programm, das jetzt noch nicht angeheftet ist an die Taskleiste, so dass ich, wenn ich das hier schließe, das Programm einfach verschwindet von der Taskleiste. Sie? Eben war das noch hier, jetzt nicht mehr. Allerdings, wenn ich zum Beispiel hier die Bildschirmlupe, die ich jetzt auch an die Taskleiste angeheftet habe, aufmache, ja, genau, die zeigt einem oben in der rechten Ecke, das einen Ausschnitt des Fensters groß, das eigentlich ganz nützlich ist. So, und wenn ich das jetzt schließe, dann verschwindet es nicht. Es ist immer noch hier, bereit darauf, wieder drauf zu klicken. Will ich jetzt ein Programm von der Taskleiste entfernen, dann gehe ich rechts und mache ich einen Rechtsklick auf der Taskleiste, auf dem Zeichen des Programms auf der Taskleiste, mache dieses Programm von der Taskleiste lösen und es ist weg. Mache ich hier nochmal, mache ich hier bei diesem Programm Internet Explorer, dazu gleich nochmal was, auch nochmal, weil ich später noch ein anderes Programm downloaden möchte dafür, Firefox. So, ich habe das jetzt praktisch, ja, gelöscht, aber das heißt nicht, dass das ganze Programm gelöscht ist. Man sieht ja auch, wenn ich das hier hinziehe, dann ist das hier, aber das bleibt noch hier. Und wenn ich das lösche, bleibt das immer noch. Das heißt, das ist nicht, als würde man damit ein ganzes Programm entfernen. Genauso, wenn ich diese sogenannte Verknüpfung, die kann man immer an diesem Pfeil hier erkennen. Wenn das so in dieser Pfeil hier da ist, dann ist das eine Verknüpfung. Eine Verknüpfung ist praktisch ein schneller Weg vom Desktop zu einem Programm, weil die eigentlichen Programme in praktisch tief in den Archiven des Computers gespeichert sind und dadurch schwieriger zu erreichen sind ohne den Desktop. Das macht das Ganze benutzerfreundlicher und schon seit Windows 98, glaube ich, gibt es diese sogenannten Verknüpfungen, die einem das so erleichtern. So. Das heißt, dass ich, wenn ich eine Verknüpfung lösche, nicht gleich das Programm lösche. Das muss man sich immer praktisch im Hinterkopf behalten. Papierkorb leeren. Will gerade nicht. Ach doch, hier. Möchten Sie diese zwei Elemente unwiderruflich löschen? Ja. Deswegen, wie gesagt, man löscht nicht das Programm, nur diese Verknüpfung, die praktisch eine Abkürzung zum Programm ist. So, das hier ist auch schon das seit langer Zeit, seit Windows 95 sogar, die Startbar praktisch. Bei Windows 8 ist die inzwischen ganz anders gestaltet worden. Das ist jetzt ein großer, praktisch großer Umschwung, aber bei Windows 7 sieht sie so aus, zumindest standardmäßig. So, habe noch einen Sip an meinen Tee genommen hier und so. Das hier ist praktisch, hier ist ein Feld mit den meistgebrauchten Programmen, die praktisch relativ flexibel sind. Das heißt, wenn ich jetzt 10-mal auf Sniping Tool klicke, dann wandert das weiter hoch. Und ja, man kann hier auch wenn ich dann irgendwann mal andere Programme, zum Beispiel wenn ich Firefox gedownloadet habe, Firefox oft benutze, kommt das auch hier hoch, sodass man hier auch einen schnellen Zugriff hat. Es geht immer um schnellen Zugriff. So, dann sehen wir jetzt hier, sind die Programme. Und das hier sind,
praktisch auch Shortcuts, auch Abkürzungen zu bestimmten Bereichen des Computers. Hilfe und Support. Ja, das ist das normale Hilfecenter praktisch von Windows mit vielen Anregungen, die meistens nichts nutzen. Standardprogramme. Schauen wir mal hier rein. Das sind praktisch, das ist eine Einstellung. Es gibt, wie Internet Explorer und Firefox, gibt es verschiedene Programme für viele Sachen. Das heißt, dass man, wenn man etwas erreichen will, praktisch sich etwas ein Video anschauen will, dann kann man entweder mit dem Windows Media Player, dem Standardprogramm von Windows, oder dem zum Beispiel sogenannten VLC Player spielen. Das geht. Dann natürlich erstmal ist Windows der Standardprogramm eingestellt. Allerdings, wenn man sagen wir den VLC Player bevorzugt, dann muss man das kann man das einstellen, sodass immer, wenn man auf das Video klickt, sich nicht der Windows Media Player öffnet, sondern dieser VLC Media Player. Ja, Geräte und Drucker, das ist eine Abkürzung zur Hardware-Installation. Und Hardware-Management, wenn man Geräte und Drucker anschließen will, sprich Kameras, Scanner, Kartenleser, alles Mögliche. So Systemsteuerung ist ein ganz wichtiger Teil davon. Die nächste Folge oder übernächste Folge wird auch über Systemsteuerung sein. Ein ganz wichtiger Teil. Hier kann man den ganzen Computer auf sich anpassen. Das ist echt wichtig für den Computer und für den Nutzer. Computer, das ist praktisch die Abkürzung zum normalen, ja, praktisch zum Archiv des Computers. Hier kann man die ganzen archivierten Dateien schauen, sich anschauen. Das ist die Festplatte, sprich da, wo alles drauf gespeichert ist. Und Geräte mit Wechselmedien heißt das praktisch das CD-Laufwerk in diesem Fall. Das ist ja auch ein USB-Laufwerk, würde auch hier angezeigt werden, oder eine externe Festplatte. Lokaler Datenträger, das ist praktisch halt meine Festplatte. Und hier drauf ist im Moment fast nur Windows gespeichert. Oder eigentlich im Moment nur Windows. So, Benutzer. Ja, also, das zeige ich auch nochmal detaillierter. Seit Windows, weiß ich ja nicht, Vista oder vielleicht auch erst Windows 7. Ich habe Windows Vista nie benutzt. Gibt es hier eine neu geordnete praktisch. Neu geordneten Explorer an der Seite hier. Das ist praktisch ein Fenster mit auch wieder Abkürzung. Abkürzung zum Desktop. Das ist praktisch, was hier alles drauf ist. Und noch einige mehr eigentlich. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal Paint draufziehe, dann seht ihr, erscheint das hier auch. Das passiert manchmal, dann dauert es etwas länger. So. Dann haben wir Downloads. Wenn ich gleich Firefox gedownloadet habe, wird das auch hier erscheinen. Das ist ein schneller Weg, dahin zu kommen. Zuletzt besucht, klar. Die Sachen, Dokumente, Bilder, die man zuletzt sich angeschaut hat. Bibliotheken ist praktisch eine Sammlung von den ganzen Daten, die man auf dem Computer hat. Daten, die nicht unbedingt mit Programmen zu tun haben, sondern Daten, die man wirklich selber auch benutzt. Zum Beispiel Bilder, Musik, Dokumente und Videos. So, Heimnetzgruppe benutze ich normalerweise auch selber persönlich weniger. Das braucht man eigentlich meistens nur, wenn man ein Heimnetzwerk hat. Was bei mir nicht der Fall ist hier, also brauche ich das nicht. Und wahrscheinlich werdet ihr das auch nicht brauchen. Wenn schon, dann schreibt es in die Kommentare und ich mache trotzdem ein Tutorial draus. Das gleiche gilt eigentlich auch für ein Netzwerk, obwohl das natürlich nochmal normalerweise etwas anders gestaltet ist. Da muss ich halt, wenn ihr daran interessiert seid, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ja. So, dann schließen wir das hier mal.
Das ist übrigens das Zeichen dafür, das Zeichen, das auf dem Desktop und auf der Taskleiste ist. Das ist halt eins der Programme, die schon auf der Taskleiste verknüpft sind. Das ist da halt eben dieser Explorer. Praktisch das Archiv von Windows und oder vom Computer. Und das hier ist der Windows Media Player. Der sich gerade nicht öffnet im Moment. So, das machen wir jetzt aber nicht. Das alles einstellen, das mache ich irgendwann mal in einer nächsten Folge. So, ich denke erstmal hier Bilder, Dokumente und Musik. Das ist wieder diese Bibliotheken, die ich eben gezeigt habe. Das ist genau das gleiche, nur halt nochmal hier. Das geht immer um Abkürzungen zu seinen Programmen zu kommen. Das ist der Deinrohrer ist praktisch mein Name natürlich hier und praktisch mein persönlicher Ordner auf diesem Computer. Das wäre nützlich, wenn ich hier mehrere Benutzer oder mehrere Benutzer praktisch installiert hätte. Habe ich im Moment aber nicht, natürlich. Das können wir gleich bald nochmal machen. Wie gesagt, in einer nächsten Folge. Und ich will, ich die Folge jetzt hier beende, erstmal noch eine Sache machen, eine Sache zeigen. Und zwar ist das hier dieser Alle-Programme-Tool. Da ich im Moment noch keine anderen Programme außer die Windows-Programme installiert habe, sehen wir hier nicht allzu viel. Allerdings ist das sehr nützlich. Ihr öffnet die Startbar, dann ist hier alle Programme. Die beliebtesten Programme und alle Programme. Will ich jetzt ein Programm benutzen, aber nicht mühsam hier in Archiv suchen, unter zum Beispiel hier Computer C Programme. Dann, wenn ich das nicht machen will, was natürlich niemand machen möchte, fast alle, sagen wir 99% der Programme installieren, währenddessen sie sich praktisch auf dem Computer installieren. Also bisher habe alle Programme, die mir über den Weg gelaufen sind, installieren praktisch noch einen Ordner hier. Und zwar ist das eine vereinfachte Nutzung der ganzen Programme, indem man einfach hier normalerweise zum Beispiel hätte ich jetzt Firefox installiert, gäbe es hier ein Firefox drin, ein Firefox-Ordner, kann ich draufklicken, kann ich sofort zu Firefox kommen, wenn Firefox jetzt weder hier auf der Startleiste noch in den meistgenutzten Programmen oder auf dem Desktop verknüpft ist. Dann ist das ein anderer Weg, einfach an die Programme zu kommen. Im Moment sind hier halt eben dann nur die vorinstallierten Programme von Windows drauf, zu denen dann auch nochmal was gesagt wird in den nächsten Folgen. Und Spiele, Wartungsprogramme und alles Mögliche. Das war jetzt nicht geplant. Spiele, Wartungsprogramme und Zubehör. Die Zubehörprogramme, auf die will ich auch mal nochmal eingehen. Da sind nämlich viele nützliche Sachen drin, viele weniger nützliche. Und dann gibt es doch eine Sache, und zwar ist das praktisch eine schnelle Art, den Explorer zu durchsuchen, den Computer zu durchsuchen. Nehmen wir zum Beispiel einfach hier in diese Leiste hier unten ein Wort eingeben zu einem Programm, was wir suchen. Zum Beispiel Bild, Schirm. Bildschirmlupe, Bildschirmtastatur. Dann werden alle Sachen, alle Programme, die der Computer findet, die etwas mit diesem Wort zu tun haben, aufgelistet. Auch eine einfache Art, es an seine Programme ranzukommen. Hier habe ich wieder die Bildschirmtastatur, die ihr am Anfang des Videos noch gesehen habt. Voilà. Und ja. Ich denke, ich würde mal sagen, das ist auch genug für heute. Abonniert mich und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Feedback oder einfach einen Kommentar schreiben wollt, schreibt es in die Kommentare. Okay. Bis bald. Ich hoffe, ihr schaut euch hier weiter an. Meine Tutorials und Let's Plays und was auch immer. Bis bald.
würde ich sagen.